Hallo ihr Lieben. Ja, ich hatte ja gestern zu meinem Monatsupdate gesagt, dass ich gerne meine Royal Games beenden möchte. Und ja, jetzt kommt natürlich der Riesenpart mit den Perlen. Und ja, ich bin angeschrieben worden und auch im Kommentar wurde erwähnt, dass man gerne sehen möchte, nochmal, wie ich die Perlen anbringe. Und ja, ganz ehrlich, ob ich jetzt nun alleine die Perlen mache oder ob ich es mit euch gemeinsam daran sticke, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das so. Ich suche gerade mal, okay. Und ja, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich das mache, wenn ich verschiedene Perlen habe. Ich habe ja die hier sonst in diesen kleinen Döschen drin. Aber vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Es gibt verschiedene Motive. Und zwar ist das Techiebill. Gehe ich mal davon aus. Das habe ich mir damals bei One to Three Stitch bestellt. Zusammen mit den für mein Chatelaine. Da hatte ich ja in meinen 100-Tage-Challenge ja, einen kurzen Part drin, wie ich die Perlen aufnähe. Und da hatte ich eine andere Hülle dazu. Das ist ja kleiner als eine CD-Hülle. Und ist ganz unspektakulär, aber hört ihr das? Also es ist von beiden Seiten klebt es. Man könnte fast denken, das ist ein Diamond Painting Unterlage. Und ja, gerade wenn ich mit mehreren Perlenfarben sticke, nehme ich gerne das dazu, weil dann kann ich sie mir hier so drauf verteilen, kann auch zuklappen und die fallen mir dann nicht raus. Ich würde dieses Produkt mal in der Infobox verlinken. Ich weiß nicht, wo es das sonst noch gibt. Also ich verlinke euch das mal von One to Three Stitch. So, und ich hatte mir gedacht, dass ich hier mit euch sticke, hier das anbringe. Ich habe zwar hier unten noch was, aber so kann ich euch mal die verschiedenen Farben noch zeigen. Hier muss ich noch Rückstiche machen an der Hand hier. Aber das mache ich dann separat. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich stecke mal irgendwas hier rein. Hier ist es. Und denke mir, dass das denn immer alles hält. Ja, ich nehme einen ganz normalen weißen. Hier mal, ja. Einen ganz normalen weißen. Es gibt ja diese durchsichtigen Fäden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn man ganz genau guckt, sieht man hier so die weißen Fäden. Aber wenn man das so von vorn schaut, ganz ehrlich, hier auch bei dem, finde ich, sieht man das nicht. Also, ich mache es nach wie vor mit dem weißen Faden, den ich auch fürs Perlensticken nehme. So, nun müssen wir noch mal gucken, welche Farben was war. Das sind erstmal diese, das ist die 2026. 2026, das ist hier so in Blau. Ich muss mal gucken, ist alles ein bisschen beengt. Ihr wisst, ich habe ja nur diesen kleinen Tisch hier im Wohnzimmer. Ja, toll. Ja, diese Sachen sind nichts für lackierte Nägel. Ja, und was ist das? Darum, ich habe das jetzt falsch geöffnet. Ich mache es erstmal hier so rein. So. So, ne? Und dann, es
zwar jetzt hier hoppelt gemoppelt, aber ich streue die hier mal drauf. So, und ihr seht, dass die hier so haften. Man muss natürlich gucken, dass die übereinander nicht liegen. Aha, gut. Das sind die, die übereinander liegen. Ja, also bei meinem Schätzelein Evening in the Park hält es natürlich, man muss die natürlich richtig haben. So, und dann kann man sich die rausnehmen. Also das sind die. Dann habe ich hier die dunklen. Ja, wenn man die so ein bisschen einzeln drauflegt. Und dann habe ich hier die 0081. Die mache ich auch gleich noch mit dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seht ihr, wie die gleich springen hier? Sagenhaft, sage ich euch, sagenhaft. Na gut, dann nehme ich die nachher von woanders weg. So, nicht schön, aber selten. Und die mache ich vorsichtshalber erstmal hier rein. Ein Teil. Dann kann ich nachher besser noch entnehmen, ne, wenn ich es brauche. So, und das knipse ich dann hier wieder weg. Ich mache die dann nachher wieder zu mit Klebefilm, wenn ich das alles fertig habe. So, hier habe ich auch noch dieses herrliche Grün, aber das ist erst auf der anderen Seite. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das hier schon ein bisschen eingerollt und das mache ich mal hierher. So, ich. Ich mache das vorsichtshalber mit der Schlaufe. So, dann ist das fest. Und dann kann ich doch besser dran arbeiten. So. So, dann schauen wir mal. Also, ich beginne mit dieser. Habe ich das dann durchgezogen? Nein. Das ist hier der Vorführeffekt. Ich muss sowieso mal gucken, wo, ob ihr mich dann seht. Ich werde euch dann auch gleich runternehmen. Ja. So, dann bitte festhalten. So, ne? Ja, und ich mache es ja so in wie ein Kreuz. Ich fange wieder unten rechts an, gehe nach oben links, ziehe das hier wie so ein Kreuz durch, ne? Und dann gehe ich, muss mal den Faden hier ein bisschen länger machen, sonst nicht, dass die mir nachher verschwindet. So, dann liegt das so schief, diese Perle. Dann gehe ich hier so durch und mache oben rechts dann das Kreuz vollständig. So, und dann liegt das hier so gerade.
Und dadurch, dass man das natürlich viel langsamer macht, ne, hält das auch ein bisschen auf. Darum denke ich mir, das ist gar nicht so verkehrt, wenn ich euch das mal zeige. Ihr seid mit dabei. Ist für mich nicht ganz so langweilig. Man kann auch die Perle hochnehmen. Na, die ist ja dann. Und dann macht man sie da rein. Also ein ganz normales Kreuz. Ja, da haben wir schon zwei Stück dran gemacht. So, dann bleibe ich gleich hier oben, mache eins. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass ich hier die Perlen nun endlich anbringen kann. Darum ist es gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, man hat ein Projekt, wo man Perlen und Kreuz hat. Jo. Dann kann man immer mal ein bisschen abwechselnd hier daran sticken. Und der Faden ist natürlich wie all die anderen Fäden. Kann doch bitte nicht wahr sein jetzt. Es kann doch echt nicht wahr sein. Ah, okay. Jetzt wollte ich gerade schimpfen. So, das ist auch alles noch das. Genau. Wie gesagt, ich nehme das nicht immer, wenn ich stick ja sonst immer erst eine Farbe weg und dann die nächste. Aber auch beim Chatelain ist es manchmal so, da habe ich dann verschiedene Perlen, die ich so hintereinander mache. Und wenn ich dann sage, ich mache erst eine Perle und dann vergesse ich vielleicht nachher eine, dann nehme ich lieber gleich alle Perlen so auf so ein, in so ein Schälchen. Und hier ist es halt so, ich probiere es nochmal. Also ich kann es wirklich auf den Kopf stellen und das hält. Man kann es sich jetzt sicherlich auch mit doppelseitigem Klebeband selbst machen. Aber ihr wisst ja, wenn man sowas Schönes sieht, dann möchte man das natürlich auch haben und ja. So ein bisschen, ja, ich brauche das manchmal dann, ne? Das mit der Klammer lasse ich mal jetzt hier. Das stört. So, nun hat sie ja schon ein bisschen Schulter. Und dann seht ihr auch, dass die Perlen dann auch so alle in eine Reihe liegen. Ich hoffe, ihr seht es. Abends ist natürlich die Sache nicht so gut. Ach ja. Das ist das. Eins, zwei. Und hier sind dann auch zwei. Ich zeig mal. Ich gehe zwar. Ach nein, ich gehe erstmal hier lang hoch. Ich mache erst die fertig und dann kann ich das andere ja noch zeigen. Ja, heute ist Montag, der 26. Februar. Haben wir alle unseren Arbeitstag gut überstanden? Das genau. Dann kommen hier die beiden.
Die kann man auch wirklich gut ablösen. Also man sticht halt rein, dreht die Nadel leicht und dann geht das richtig schön raus. Ist jetzt ein bisschen unhandlich mit der Kamera dazwischen, aber gut, das kriegen wir hin, ne? Kriegt sie ihr Schulterpolster. Aber das wird noch mal eine Herausforderung hier, die ganzen Perlen. Aber es macht halt auch Spaß, ne? Weil man ja das auch sieht, was dann entsteht und oh, glitzert einem denn so ein bisschen an. So, das ist das. Dann gehe ich aber mal hier hoch. Genau. Und ich finde persönlich jetzt, wenn man jetzt einen durchsichtigen Faden nimmt, dann geht das auch. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt ist, ob man den Faden dann so sieht oder ob man es dann so ein bisschen, ja, weil er ist ja so durchsichtig, ne? So wie Angelsehne. Ja, also meine beiden Perlenbilder sind verkauft. Das wollte ich hier an der Stelle sagen. Lieben Dank. Und viel Freude. Ja, und ich habe jetzt so ein bisschen Platz. Na, freue mich dann auch. So, jetzt wird's interessant. Und zwar, jetzt muss ich diese Farbe nehmen. Das ist denn aus der Rubrik hier. Ja, und wenn man die Perlen anbringt, sollte man, also wenn man mit Perlen arbeitet, sollte man nach Möglichkeit auch den Stoff nehmen, der vorgegeben ist, weil wenn man einen größeren oder kleineren Stoff nimmt oder mit Count, ne, kann es dann sein, dass die Perlen nicht gut liegen. Das habe ich bei meiner Rose of Provence, da habe ich zwar 28 Count genommen, meines Wissens, aber irgendwie täuschte das. Da habe ich dann irgendwie ein, ja, wie nenne ich es, da drücken die Perlen aneinander. Also da muss ich, wenn ich zum Beispiel vier Perlen in einer Reihe habe, passen die gar nicht so hin. Dann muss ich das so aufteilen, auf drei. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich doch einen 32er Count habe oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also da sollte man immer schon das nehmen, weil ein Kreuz, also ein Kreuz verzeiht, aber eine Perle, wenn die nicht reinpasst,
und sich die Perlen so aneinander reiben und vielleicht noch so spannen oder aufploppen, dann ist das nicht gut. Ja. Und ich habe jetzt auch mal die Variante, ich zeige euch die mal, dass ich halt die Nähmethode nehme und zwei Perlen, wenn die hintereinander kommen, dran mache. Und ja, das sind natürlich alles halbe Kreuze. Ne, dann mache ich dann erst ein Kreuz fertig, gehe wieder rein, runter in das andere und mache dann die nächste Perle fertig. Ja, das hat man sich so mit der Zeit also angeeignet. Ich habe ja schon einige Perlen angebracht, ne? So seht ihr, und dann liegen die auch alle wunderschön. So, das ist das. Das sind die beiden. Das sind die beiden. Dann gehe ich hier runter. Ich sehe gerade, da hätte ich das Kreuz gar nicht machen brauchen. Dann sticke ich über das Kreuz, mache ich dann die Perle. Ja, das geht. Das geht. Da habe ich ein Kreuz zu viel gemacht, hätte ich gar nicht machen brauchen. So, und hier sind zwei Felder. Das heißt, ich muss einen dunklen und eine helle Perle machen. Und dann zeige ich euch das hier an diesem Beispiel nochmal. Ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr vielleicht schon Perlen angebracht habt, wie ihr das macht. Ob ihr auch diese verschiedenen Methoden anwendet. So, dann mache ich die eine. Und dann die andere. So, und dann die. Und zack. Seht ihr, nur habt ihr beide hier dran. Beide gucken in die Richtung. So, das ist das. Dann kommen noch mal zwei von den dunkleren. Was ist denn hier oben eigentlich? Ach, hier oben ist. Dann mache ich erstmal jetzt die. Da fängt ja dann schon ein Stückchen von der Kette mit an. So, und dann gehe ich hier runter und mache die dunklen. Manchmal kann ich halt die Nähmethode nicht machen, dann mache ich es halt einzeln, das ist ja auch nicht das Thema.
Man weiß ja, wo man das Kreuz dann oder wo man den Faden dann reinsteckt. Und manchmal, wie gesagt, ziehe ich mir das auch hoch, dass ich auch sehe, wo ich wieder rein muss. Ist ja alles möglich, ne? Ist alles möglich. Ja, dadurch, dass ich ja das Monatsupdate gemacht habe, gibt es gar nicht so viel zu berichten. So, das sind diese beiden. Dann mache ich jetzt dieses helle gleich. Da sieht man erstmal, wie viel Arbeit so in einem Projekt steckt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Aber wenn ihr sagt, ach Mensch, ich möchte nicht im Rahmen sticken oder so, man kann ja zuerst alles im Rahmen sticken und das zum Beispiel dann später mit der Hand. Ja, das ist ja alles möglich, weil die Perlen bleiben ja so liegen. Also da ändert sich ja nichts, wenn man das Kreuz macht. Jetzt mache ich mal so lang, weil ich in diese Richtung möchte. Dann nehme ich halt das so hier. Auch manchmal für mich so eine kleine Abwechslung, wo ich denn sage, okay, dann mache ich es halt so lang. Das ist sicherlich nur ein Millimeter Fadenunterschied. Gerade jetzt hier diese Garne, die habe ich ja, sind das jetzt, das muss ich erstmal gucken, was muss ich denn überhaupt für einen machen? Das Dunkle, siehst du, hätte ich fast verkehrt. Weil diese Fäden hat man ja wirklich, also ich zumindest ganz viel durch meine Tokarewa-Bilder und von Nadja, ne, und das von Olga, da habe ich ja doch ganz schön viel Garne. Und bei Verena gibt es ja dann auch immer mehr Garn dazu, was man eigentlich braucht. Wenn einem jetzt nicht ein Missgeschick passiert und man muss wieder irgendwas auftrennen. Ja. So, dann würde ich mal sagen, ich mache mal das hier. Das ist ja noch. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich habe 1, 2, 3. Also ist das hier ein dunkler. Okay. Ach halt, so lang. Sieht man schon das kleine Löchlein hier nicht. Und wenn ich das so bedenke, dass ich das früher im Leben nicht. Ich habe mir das auch alles durch ausländische YouTube-Videos so ein bisschen angeeignet, auch wie man die Perlen anbringt. Und ich hätte vorher vielleicht zweimal so durch, ne, wie wenn man einen Knopf annäht, so irgendwie. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass man es so mit einem Kreuz macht. Man muss natürlich gucken,
in meiner mit meiner Perlenfliese. Da hatte Vicky hatte mir da gesagt, guck mal, die Perlen liegen teilweise anders. Da muss man echt dann schauen. Oh, ich mit links jetzt hier und den hier lang. Da muss man dann wirklich schauen, ne, wie die Perlen dann liegen. Und ob ich so mit der Kreuzstich-Nähmethode zur Rande komme oder ob ich da was anderes machen muss. Aber da schauen wir einfach mal. So, jetzt muss ich mal gucken. Das habe ich und jetzt kommen 1, 2, 3. Genau. Das sind jetzt die schwarzen Perlen, die jetzt kommen. Na ja, dann mache ich doch mit euch hier ein bisschen an diesem Ärmel lang runter. Und hier bei diesem Klebeding läuft man auch nicht Gefahr, dass man hier irgendwas auskippt, ne? Dass da nichts rausfällt. Umkippt. Da hat jemand eine gute Idee damals gehabt beim Herstellen, beim Erfinden. Entweder hat, ich weiß ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau erfunden hat, aber gehen wir mal davon aus, es sei ein Mann gewesen. Der hat bestimmt eine Frau gehabt, die geschimpft hat, dass ihr immer die Perlen runterfallen. Würde ich mir so vorstellen können. Ne? Die Sachen, die werden ja meistens erfunden, weil irgendwelche Schwierigkeiten vorherrschten. Aber wie gesagt, man kann sich das auch mit doppelseitigem Klebeband wahrscheinlich machen oder so. Ich weiß es nicht. So, hier kommt auch schwarz. Und seht ihr? Man sieht keinen weißen Faden. Also man sieht, wenn man jetzt ganz genau guckt, sieht man den weißen. Aber wenn man es so hat, finde ich, geht das. Ich weiß nur nicht, ob die Kamera das so gut zeigt jetzt hier im Halbdunkeln und also Halbdunkeln, ich habe ja Licht an. Meine Tageslichtlampe, aber oder die Tageslicht ist es ja nicht, das ist ja meine Lupenlampe. Ja, wollen wir noch ein Stückchen zusammen machen? Was muss ich denn jetzt für einen nehmen? Also hier sind zwei, das bedeutet, ich muss erst schwarz nehmen. Und dann kann ich wieder mit der helleren Farbe arbeiten. Hoch. Ja, und die Millhill-Perlen sind kleiner. Ich glaube kleiner, ne, als meine Tokareva-Perlen. Kann sein, dass es täuscht. So. Und dann habe ich hier unten die.
Obwohl, ich könnte ja jetzt erstmal hier weitergehen. Und die noch nehmen, ne? Genau. Welche waren das jetzt? Die waren die hier. Und habt ihr schon Lust mitzumachen? Wenn ich immer lange ein Video angucke, wo irgendjemand was zeigt, dann muss ich das auch unbedingt mal ausprobieren. Aber es gibt ja schon ganz viele, ne? Die Mirabilias und Bella Filipinas sticken. Könnt ihr mir ja mal sagen. Ich finde es immer schön, wenn mich auch Zuschauerinnen anschreiben, dass sie halt neu sind und sich das halt noch nicht zutrauen, wie die eine Dame, die mir geschrieben hat, sie würde so gerne an, wie heißt das, am Secret Stitch Along teilnehmen, aber sie wird auf keinen Fall so schnell sein und so, ne, und das Ganze machen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ihr die Lust habt dazu, das war ja mit meinen Weihnachtswichteln damals, ich habe das allererste Mal mitgemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was die da von mir wollen. Ich wusste, ich bekomme jede Woche eine PDF-Datei. Und dann hatte ich erst gedacht, weil man ja doch Englisch nicht so bewandert ist, hatte ich gedacht, das ja, erlischt dann oder so, ne? Und dann hatte ich mir das ausgedruckt. Und dann hatte ich aber festgestellt, dass bei dem nächsten Part, was man bekommt, dass ja die anderen vorhergehenden Parts auch dabei sind. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich mich Zeit gelassen. Na, weil für mich war ja das mit 27 Count damals auch neu, wo ich gesagt habe, oh nee, wer weiß, ob ich das kann. Ja, und habe es dann auch einfach probiert. Also man muss nicht zeitnah fertig werden. Sicherlich. Es gibt welche, die wollen sich nicht spoilern lassen, die wollen nicht wissen, was es wird, die möchten ihren Stil da sticken, ne, und das auch schaffen. Aber ganz ehrlich, mich hat das schon gereizt, aber ich habe immer geguckt, wie weit sind die anderen, weil man darf es, also Freitag kommt der Part. Und ab Mittwoch der darauffolgenden Woche darf man seinen Fortschritt erst bei in der Facebook-Gruppe von Lanart dann zeigen. Es war nicht, also ich habe eigentlich angefangen, da gab es diese Regelung, also wahrscheinlich noch nicht, weil man hat dann nachher mitgeteilt, den anderen Stickern nicht zu stören in ihrem, ne, reicht es, wenn man es erst Mittwoch zeigt. Weil manche waren ja schon nach 3 Tagen fertig. Ich meine, das passiert mir ja jetzt auch, je nachdem, ob es viel Konfetti ist oder ob man Flächen sticken kann, dass ich denn schon fertig bin. Und wenn jemand das wirklich nicht sehen möchte, ja, da sagt sich denn auch Mann, wieso zeigen die das schon, ne? Und da haben sie dann so ein Riegel davor gemacht und haben gesagt, okay, ihr könnt das zeigen, aber bitte erst ab Mittwoch. Und das finde ich total in Ordnung. Ja. Och, und dann hatte ich natürlich auch die liebe Gabi vergessen. Gabi hat ja auch das Secret Stitch Along gekauft. Sie möchte ja da auch mit nochmal das Glück wagen, was es wird. Ja. Und dann sind wir dann schon 4 YouTuber.
Ja, wenn man denn wirklich einmal hier so angefangen hat, dann kann man irgendwie gar nicht loslassen. Dann möchte man, ist man in so einem Flow, ne? In so einem, bin ich jetzt hier. So, das ist jetzt das. Und jetzt kommen nur die Schwarzen. Okay. Die Schwarzen sind dann hier. Ja, bis hier runter ist erstmal schwarz. Gut, ich glaube, ich habe euch lange genug mitgenommen. Ja, dann werde ich mal noch eine Weile hier alleine vor mich hinsticken. Also wenn ich jetzt in dieser Geschwindigkeit weitermache, weiß ich nicht, ob ich es die nächsten 4 Tage schaffe. Aber ihr werdet ja sehen, wann mein Finish-Video kommt. Weil ich muss ja noch den Rahmen hier sozusagen machen und da mache ich ja in jedes zweite Löchlein, mache ich den Rückstich. Ja. Und dann noch das, wie heißt das? Ja, denn hier noch alles voll mit Perlen. Und dann, ja, habe ich noch mein Tun. Aber dann bin ich froh, wenn das fertig ist. Und dann wird das erstmal weggelegt. So hat ja das die Vicky auch gemacht. Und wenn wir dann den zweiten Part anfangen, hoch. Das habe ich euch gar nicht drin. Seht ihr, ich habe das so nah an die Nase gemacht, dass ich es gar nicht gesehen habe, dass ich es nicht mehr in der Kamera hatte. Dann, wenn der zweite, also wenn das zweite Bild dann auch fertig ist, dann wollen wir das denn aufhängen. Weil wenn möchte ich dann auch zwei gleiche Bilderrahmen haben. Und dann, aber das wird erst. Erstmal nach unserem Kaufstopp. Und dann, wer weiß, ob das für 25 so drin ist. So, ja, meine Lieben. Ich meine, wir haben es jetzt 43 Minuten. Sagen wir mal so, ich habe 3 bis 5 Minuten vorher geschlappert und dann habe ich das angebracht. Also in der kurzen Zeit oder in der Zeit hat man halt nicht viel geschafft. Aber dennoch, wenn man so kontinuierlich weitermacht, dann wird das schick. Und die Halskette und die Ohrringe hier, der Haarschmuck, der kommt ja dann auch noch mit dazu. Ja. Gut, dann danke ich, dass ihr hier mit dabei wart. Könnt mir ja mal schreiben, ob euch das gefallen hat mit den Perlen, ob ihr selber Perlen, entschuldigt, anstickt. Ob ihr das auch schon gemacht habt, ja, einfach mir einen Kommentar reinsetzen, dass wir ein bisschen miteinander reden. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen restlichen Februar sozusagen und hoffen, dass wir schönes Wetter bekommen, dass der Frühling bald kommt, ne? Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Stickliesel.